So, da sind wir wieder. Wir wollten gerade zwei Bücher lesen und beginnen mit Der Klingenhandel. Dieses Buch wurde von Augustavus Cale verfasst, dem Gründer der berüchtigten Gilde Klingenhandel, und im Eigenverlag herausgebracht. Er befasst sich in ziemlich weitschweifiger Demagogie und mit immer dem gleichen Thema. Warum die Stadtwachen von Nivelder sich gefälligst aus den Geschäften der Söldner heraushalten sollten. Das gewichtigste Argument des Machtwerks ist nichts als kaum verhüllte Erpressung. Die Drohung mit unvorstellbaren Schrecken sollten die Bedürfnisse der Söldner nicht befriedigt werden. Auszug. Man hört ja so viel darüber, welche schreckliche Bedrohung für unser Land und unsere Heimat doch angibt, Man hört doch so viel darüber, welche schreckliche Bedrohung für unser Land und unsere Heimat doch angeblich die Männer und Frauen darstellen, die sich ihren Lebensunterhalt mit dem Schwert verdienen, ohne einen bestimmten Fürsten Gefolgschaft zu schwören. Viele behaupten gar, es bedeutet nur Ärger, wenn man solchen Leuten erlaube, ihr Quartier nie wieder aufzuschlagen. Ich behaupte stattdessen, ihnen dieses Quartier zu verweigern, würde die doppelte und dreifache Menge an Ärger für die umliegenden Ortschaften bedeuten. Wenn man einen Söldner die Möglichkeit nimmt, sich ein tägliches Brot auf ehrsame Weise zu verdienen, was bleibt ihm dann anderes übrig als ein Leben als Räuber? Wäre es nicht viel sinnvoller, wenn man den Klingenhandel dieser Söldner mit offenen Armen empfangen ließe und ihm so eine Art Seelenverwandtschaft mit der Stadt vermittelte? Ist es denn nicht offensichtlich, dass man Söldner besser hier beherbergt, so wie sie unserer Stadt zur Verfügung stehen, als sie unseren Feinden geradezu in die Arme zu treiben? Es liegt absolut im Interesse von Nivelder, die Söldner nicht nur zu tolerieren, sondern auch willkommen zu heißen. Ja, das ist doch durchaus schon eine gewisse Drohung, aber auch nicht, naja. Hätte ich vielleicht mal lesen sollen, als ich in Nivelder war. Aber ich versuche jetzt sowieso ein bisschen mehr dran zu bleiben an den ganzen Büchern, sie ein bisschen mehr thematisch auch ab und zu ordnen. Außer die, die beide gerade draußen liegen, weil die machen einfach nur Gewicht. Die Ultgard-Barbaren. Oder habe ich das nicht schon mal gelesen? Geist, Familie Bär. Nein. Ich hätte auch schon irgendwas mit Ultgard mal gelesen. Es war relativ früh sogar. Der Ursprung der Magie, der Krieg zwischen Licht und Dunkel. Vielleicht war es mit den komischen Materialisierten Orkstern, vielleicht war es da drin. Die Utgard sind ein schwarzhaariges und blauäugiges Volk, Nachfahren einer Mischung aus Nordmännern, Nessern und einigen wilden Stämmen. Gegenwärtig sind die Utgard in verstreute Stämme aufgeteilt, die nach dem Tiertodes benannt wurden. Die Utgard eroberte Schwarzer Löwe, Donnerbestie, Roter Tiger, Blauer Bär, Großer Würm, Himmelspony, Baumgeist, Schwarzer Rabe, Greif und Grauer Wolf. Obwohl im Laufe der Geschichte viele Zivilisationen den Weg in den Norden gesucht haben, ist das Land der Utgard immer noch größtenteils wild und ungezähmt. Ihr Land erstreckt sich nach Norden bis in den Grat der Welt, nach Süden bis Steinbrücke, nach Osten bis zum Kalten Wald und nach Westen bis zum Wald von Nivelder. Obwohl einige Stämme Landwirtschaft betreiben und Festhütten gebaut haben, verfügen die Utgard nur über sehr wenige feste Dörfer. Die meisten Stämme durchwandern die Wildnis in kleinen Clans oder Sippen und leben im Umkreis einiger Wochenmärsche um ihren Winterplatz. Im Mittelpunkt des Lebens der Utgard steht die Tradition. Diese blinde Hingabe an die Tradition ist der Grund für ihre Barbarei. Stärke ist alles und Zivilisation ist eine Schwäche, die nicht geduldet wird. Bei den Utgard sind die Männer Krieger und Jäger. Frauen beschäftigen sich mit Sammeln und Familienangelegenheiten. Sie haben keine Schriftsprache und außer geometrischen Höhlenmalereien und Verzierungen an der Kleidung keine Art der Kunst. Religion und Philosophie konzentrieren sich auf Krieg, Plündern und nacktes Überleben. Sie sind abergläubisch und misstrauen der Magie, vor allem Arcana-Magie. Die Utgard haben nicht viel Kontakt mit den Stadtmenschen. Sie sehen sie höchstens als Opfer an einige Stämme, schlossen jedoch zivilisierte Bündnisse mit den Städtern ab. Einsame Reisende und große Karawanen werden gerne von den Utgard überfallen. Obwohl sie zivilisierte Völker regelmäßig angreifen und untereinander gerne Kriege führen, kann man die Utgard schnell vereinen, wenn es sein muss, auch mit anderen Völkern. Wenn es gegen ihren angestammten Erzfeind geht, die Orks. Aber das erinnert mich doch schon sehr an die, an ein gewisses Volk aus Dragon Age Origins. Und das ist offensichtlich, woher dieses Volk seine Inspiration genommen hat. Ich habe auch bestimmt den Namen des Volks vergessen, aber Stan gehörte dazu. Die Utgard-Barbaren. Und ich kann ja diese beiden wundervollen Bücher gleich mal verkaufen. Bin ich wieder 2 Pfund los und bin auf 80 Pfund. Tut mir leid. So, zeig mal, was verkauft. Bla bla bla. Und ein Buch für dich und ein weiteres Buch für dich. Und insgesamt habe ich auch doch wieder einige Pfund gut gemacht. Das heißt, ich muss ja wieder irgendwann beginnen, irgendwelche Tränke zu verkaufen. Ich guck mal immer noch, oder demnächst mal, ob ich nicht eventuell einfach immer 10 Tränke von jedem Buff dabei haben werde. Also was ich 10-mal Beistand, 10-mal Gift neutralisieren und so weiter und so fort. Weil der Rest ist wahrscheinlich nicht nötig. Ich verwende die jetzt sowieso praktisch nicht.
Ja, mach schon mal die Kiste kaputt. Ich glaube, die habe ich schon mal angeguckt. Jetzt habe ich eigentlich das Inventar offen. Ich wollte eigentlich die Karte haben. Das ist widerstandsfähiger gewesen, kann das sein? Okay. Das Einzige, was die Spinne wirklich macht, an Kisten, ist, ihre Beine rüber zu hängen zu lassen. Insbesondere, wenn es da ans Verteilen von Gegenständen geht. Also, wenn ich die Dinger aufgreifen will, dann hängt sie ihre Beine drüber. Nein, nein, das ist meins, will sie damit ausdrücken wahrscheinlich. Aber nein, es ist nicht deins, es ist meins. Ist hinten noch irgendwas? Hier hinten ist nichts mehr. Gut, dann machen wir uns einfach mal jetzt auf den Weg und auf die Suche nach den verbleibenden zwei Werwölfen. Dem einen frisch infizierten Werwolfsjäger und dem anderen ursprünglichen Werwolf. Gehen wir mal hier geradeaus, ohne besonderen Grund. Da gibt es irgendwelche Fässer. Okay, das nehme ich mal so hin. Kann man hier den Fluss überqueren? Man kann, da ist irgendwie so ein Tor. Okay. Greifen wir erstmal den Schreckenseber an. War nicht die Rede davon, dass irgendwo eine Höhle sein sollte beim grünen Greifen? Oder war das bei Luskan? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Hier ist nichts. Wenn nicht, würde ich ganz gerne mal das Vorland zu Luskan abgrasen. Ich würde ganz gerne die Werwolfsquest demnächst mal beenden. Luskanischer Wächter. Ach, wir sind ja schon bei Luskan. Nach Luskan. Ach ja. Ja? Kehrt besser wieder um, Reisende. Die Tore Luskan sind verschlossen. Aus welchem Grund sind die Tore denn verschlossen? Nun, meine Damen, sie sind geschlossen, damit die Pest von Nivita nicht auch nach auch Luskan heimsucht. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Aber hat auch ein Heilmittel für die Pest Nivita gefunden. Ha, gleich, ob ihr nur die Wahrheit sprecht oder nicht, so einfach werdet ihr uns nicht dazu bewegen, die Tore zu öffnen. Wir sind vieles, aber gutgläubig sind wir nicht. Ungewöhnlich für Wächter. Außerdem hat Luskan im Augenblick einfach zu viele innere Probleme. Ihr macht besser kehrt und geht dann zurück, wo ihr hergekommen seid. Was sind das denn für innere Probleme? Hört mal, warum baut ihr denn ständig weiter? Luskan ist einfach nicht sicher, die Pest lauert überall, reicht euch das nicht? Aber seid versichert, früher oder später werden sich die Dinge beruhigen, die Tore sind dann wieder offen und ihr könnt nach Luskan hinein. Vielleicht kann ich aber der Stadt helfen. Misserfolg. Das bezweifle ich, werte Dame. Kommt später wieder, wenn das Problem gelöst ist. Nee, ich werde euch nicht bestechen, das ist mir egal. Und auch nicht bedrohen. Ja, ja, passt auf euch auf und wir kommen hier einfach erstmal nicht durch. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich eine Möglichkeit gegeben hätte, hier wirklich reinzukommen. Da unten ist ein Zombie, da unten sind diverse Zombies. Okay. Das möchte ich mir doch mal anschauen und Grimmigbeißer offensichtlich auch. Alter, wie der abgeht. Grimmigbeißer rennt. Grimmigbeißer, alter Schwede, ist das dein Ernst? Der fliegt ja mal ein Eisbär. Ja, wo sonst, außer hier, ist ein Eisbär zu finden? Ich möchte ein Eisbär sein. Ja. Ihr wisst schon. Und wir gehen weiter. Was ist hier, der städtische Friedhof oder was? 30 Goldmünzen. Nee, geh ruhig mal dahin. Und 15 weitere Goldmünzen. Ich würde erstmal ganz gerne... Nein, ich würde ganz gerne erstmal hier in diese Hütte reingehen. Bevor meine Leute hier wie wild da reinstürmen in den Friedhof. Haus des Friedhofswärters. Da ist der Hüter. Guten Tag. Okay. Warum sind Friedhofswärter in solchen Spielen eigentlich immer... Sehen zumindest immer sehr fragwürdig aus. Ich erinnere mich zum Beispiel an Zelda Ocarina of Time. Der Friedhofswärter sah seltsam aus. Und wenn ich mich recht entsinne, war auch der Friedhofswärter in Vampire the Masquerade Bloodlines nicht gerade jemand, der völlig normal aussah. Obwohl, das war, glaube ich, nur so ein Ersatzwärter, wenn ich mich recht erinnere. Stimmt, der hatte für jemand anderen auf den Friedhof aufgepasst. In dieser einen Nacht hat es trotzdem nicht funktioniert. Naja, gut. Und diese eine Nacht war sehr gefährlich. Entschuldigung. Wer seid ihr denn? Ich frage mich, was ihr auf meinen Friedhof verloren habt. So sauber, wie ihr aussieht. Eurem Friedhof? Ja, meinem Friedhof, verdammt nochmal. Glaubt ihr, diese alten Grabsteine würden sich von alleine säubern? Hm? Ha! Es ist ein ziemlich steiner Friedhof, oder? Nun, sie haben einen neuen Friedhof innerhalb der Stadtmauer angelegt. Diese Schlauberger. Niemand kommt mehr hierher. Nicht, dass es hier das ausmachen würde. Oh, wenn sie nur wüssten. Mein kleiner Friedhof steckt voller Geheimnisse. Oh ja, das tut er. Ihr seid nicht ganz dicht. Ist euch das klar? Ich frage mal, was das für Geheimnisse sein könnten. Na gut, dann spitzt mal hübsch die Öhrchen. Eines der ältesten Mitglieder der Arkanen Bruderschaft liegt hier begraben. Genau hier. Oh ja. Was ist die Arkane Bruderschaft? Was? Das wisst ihr nicht? Bei Garr Glitzergolds glänzendem Gesäß. Ich dachte, ihr seid Abenteurerin. Die Arkane Bruderschaft ist Luskans großer Magierorden. Sie besitzen im höchsten Turm der Stadt. Sie bestimmen über Luskan, aber das ist ein Geheimnis. Also nicht weitersagen. Du bist echt ein großer Geheimnisträger.
Und was ist so interessant daran, dass einer von ihnen hier begraben ist? Das ist sehr interessant, weil sie unter dem Mausoleum eine riesige Grabkammer gebaut haben, voller Zauberkram und so, hat man jedenfalls gesagt. Seid ihr noch nie da unten gewesen? Oh nein, nein, ich habe natürlich einen Schlüssel, aber da unten gibt es Zombies. Ab und zu kommen sie nach oben, deshalb lasse ich das Mausoleum verschlossen. Zombies? Hm? Oh ja, ja, ja. Seit einiger Zeit sind sie ein bisschen unruhig. Ich schätze, es ist einer von den vielen Zauberern da unten, der nicht ganz so tot ist, wie er sein sollte. Ihr wisst ja, wie das ja sein kann. Macht euch das keine Angst? BFG-Dose-Wärter kriegen so leicht keine Angst. Außerdem, ich schätze, der Kerl hat genug mit seinem Buch zu tun. Er wird mir eine Zeit lang in Ruhe lassen. Ein Buch. Wir brauchen dieses Buch wahrscheinlich, nicht wahr? Was für ein Buch? Oh, habe ich Buch gesagt? Nein, habe ich nicht. Ich sage, er hat mit seinem Geruch zu tun, nicht mit meinem Buch. Diese Untoten stinken doch so elend wie, wisst ihr? Nein, nein, ihr habt Buch gesagt, da bin ich mir ganz sicher. Ach zum Donner, schon gut. Es ist einfach so, dass diese törichten Zauberer eine ganze Sammlung magischer Bücher da unten zurückgelassen haben. Frag mich nicht warum. Wahrscheinlich haben sie sie einfach vergessen. Zauberer halt. Ich selbst habe es noch nie gesehen, aber mein Opa, er sagte, es seien riesige Bücher mit Runen bedeckt, von der Art, wie sie Zauberer so lieben. Wie diese eine Magierin, die vor einigen Monaten hier auftauchte. Eltora, so hat sie sich vorgestellt. Aus Letzthafen. Verzweifelt auf der Suche nach diesen Büchern, hab ihr nichts erzählt. Jedenfalls, ich schätze, dass da unten vor sich geht, hat mit diesen Büchern zu tun. Was auch immer es ist, mir ist das gleich. Ich nehme die Dinge so, wie sie kommen. Warum habt ihr eigentlich niemand davon erzählt? Egal, wie wäre es, wenn ihr mir den Schlüssel gebt und ich gehe mal hinunter. Und räumt mir das Grab leer? Niemals. Jedenfalls nicht für unter 200 Goldmünzen. Überreden? Ich gebe euch 100 Goldmünzen, obwohl ich sicher bin, dass ich mich übers Ohr haut. Ich kann es auch für 50 machen. 50 Goldmünzen, dafür könnt ihr sogar noch dankbar sein. Lügen. Ich gehöre zur Arkan-Brüderschaft, wisst ihr? Der Schlüssel gehört uns. Ich probier's mal. Misserfolg. Hä? Habt ihr nicht gerade gefragt, was die Arkan-Brüderschaft ist? Nein. Erfolg. Ach, ist es schön, wenn wir relativ gut in sowas sind. Oh, hab wohl wieder Schmalz in den Ohren. Hättet schwören können, ihr hättet gefragt. Werd wohl langsam alt. Fantastisch. Ihr müsst wohl noch ein paar mehr Tote runterbringen. Wie? Naja, mit den ganzen Zombies gibt's dann jetzt wieder reichlich Platz. Hier, nehmt den Schlüssel und geht. Ach, ist das geil. Das hat mir Spaß gemacht. Ich guck mir doch mal dein Bücherchen an. Du hast, der Klingenhandel haben wir gerade gelesen und die Herrscher von Nivea haben wir, glaube ich, habe ich jetzt schon so oft gesehen, dass ich das, glaube ich, schon mal gelesen habe, wenn ich gar einfach... noch im Inventar, aber ich habe es glaube ich noch nicht gelesen, offenbar. Aber ich müsste es hier, genau. Die Herrscher von nie wieder. Ich habe doch 6 Bücher zu lesen. Das ist gar nicht mal so viel. Was hast du eigentlich hier für einen fantastischen Wandschrank, mein lieber Hüter? Eine nicht effiziente Rüstung, das ist aber... Die brauchst du noch nicht. Nein. Ich bitte dich. Ich trage jetzt genug Plunder mit. Fellrüstung plus 3. Ich muss irgendetwas von dem Zeug loswerden. Diese magische Rüstung bietet dem Träger zusätzlichen Schutz. Sie weist allerdings kein Zeichen auf, durch das derjenige, der sie einst erschuf, zu identifizieren wäre. Rüstungsklasse plus 3, Rüstungsklasse 3 und Rüstungsbonus plus 3, also Rüstungsklasse 6 mit 20% Zaubermalus. Das ist aber, warte mal. Das ist also besser als diese hier. Oh, warte, kann ich die überhaupt tragen, die Fellrüstung? Umgang mit leichten Rüstung. Schauen wir mal an, wie unsere blaugewandete einer Fellrüstung aussieht. Bisschen wie Barbarella, hä? Irgendwie gar nicht. Gut. Ich hätte es gehofft, dass es ein bisschen barbarischer sein könnte. Ist es aber nicht. Ja, dann, nimm mal die Rüstung mal. Und stecken sie hier rein. Hat nicht geklappt, oder was? Hat nicht geklappt, nein. Dann, hallo? Da rein. Da rein. Wunderbar. Nicht wunderbar. Wo ist, wieso? Die ist immer noch draußen. Dann öffnen wir sie halt und legen sie ganz deutlich da rein, auf dass ich nicht mehr belastet bin. Okay. Wir haben unsere Rüstungsklasse meiner Meinung nach gerade erhöht. Um 1. Das freut mich sehr. Gut, dass wir vorher zigtausend ausgegeben haben. Naja, mach das mal. Einfach nur dafür, dass wir überhaupt keine Schritte gegen uns. Gegen den Weißer. Das kann man seine Schlag auf einen Doppelschlag und so weiter. Mehrfachschlag. Vergessen, was ich sagen wollte. Ja, stimmt, wir haben ja gerade erst irgendwie 45 Ehrlich oder sowas ausgegeben. Allein für diese, für die geschlagene Rüstung plus 2 oder geschlagene Rüstung plus 2. Wegweisen. Auf dem Brett steht: Hütet euch, die Untoten sind ruhelos. Bringt Waffen mit, wenn ihr Oma besucht oder besucht sie lieber nicht. Wirklich. Unterzeichnet ist es mit der Friedhofswärter.
Ach, Zombies. Muss es gleich etwas gleich angerannt kommen. Wenn ich weiß, wie man hier quer seine Stufen fegt. Schade, dass man die Grabsteine nicht lesen kann. Spielt den Rollstuhl nicht mehr ganz die Möglichkeit, um die Entwickler oder sowas mit einzubinden. Und einen haben wir noch. Und das war's. Ja, vielen Dank. So, ein Sarkophag, also. Das ist so sicher wie der Tod. Und eine Statue. Die Sache ist erledigt. Vielen Dank. Es gibt noch irgendwas? Nein. Da bin ich mal gespannt, was wir hier drin finden. Wahrscheinlich eins der Bücher von Eltora eben. Eine Geräuschexplosion können wir verkaufen. Blinderte Taubheit verursachen. Wunderbar. So, wir haben den Schlüssel wahrscheinlich benutzt. Den wir gerade gefunden haben. Komm, mach schon. Alter Schwede, bei das Kampflok. Und den Mausoleumschluss haben wir gleich verloren. Sehr gut. Das Kampflog ist immer ganz fantastisch, weil er wirklich jeden einzelnen Zug aufzeigt, was ich persönlich sehr, sehr schätze. Natürlich kann man sagen, es ist teilweise viel zu viel, was drin steht, aber genau sowas will ich haben bei Rollenspielen. Ach, guck mal, da ist noch jemand. Hallo. Sink schnell, bevor meine Leute losrennen. Hat ich auch. Na gut. Na, bin ich wenigstens echt gebufft, ist auch schön. Aber da schaffe ich es. Nochmal zu singen, bevor Wildweiß alle Leute getötet hat. Nee, weil das Lied wahrscheinlich noch läuft. Ist egal. Alter Schwede, sind das viele Zombies. Da hinten sind noch mehr. Ich komm gleich mal ran. Peak. Und Grimmigbeißer goes wild. Alter Schwede, sind das viele Zombies. Naja, gut. Ich kümmere euch in der Zwischenzeit mal hier, wenn ihr gerne wieder macht, dann muss ich dabei sein. Kenn ich eh nicht. 32 Goldmünzen. Das hat das Grab hier mit den ganzen Gebeinen. Die sind hier darüber. Finde ich geil. Okay, könnt ihr hier durch angreifen? Könnt ihr? Das ist ja lustig. Dann guck ich kurz mal, ob wir fallen von dieser Tür. Nein, aber hier sind Fallen, okay. Da hinten auch, Alter, das hat einen riesen Radius. Guck mal, das ist noch ein Zombie. Ha, ich hab noch mehr davon auf Lager. Witzig, wie die alle. Guck mal, das ist so. Die alle durch das Tor weg. Abknallt. Schlag. Abknallt mit den Fäusten und Spinnbein. Ja, ich mach das mal ab. Ist noch irgendjemand da? Offensichtlich. Seine Hirsch mal einfach gleich den ganzen Dungeon und bringt diverse Zombies. Und weitere Zombies. Skelette! Skelette! Ich muss noch ein bisschen buffen hier. Ich krieg wieder von hinten hin. Da fühlt mich etwas sicherer. Mit der Grimmigbeißer ist eigentlich immer sicher. Alter Schwede. Was du hier abziehst? Ja, na gut, wir sollen mal die Schädel auf an. Die ganzen Truhen lasse ich mal sein, weil ihr die wahrscheinlich knacken müsst. Okay, der Kampf ist mal wieder beendet. Wir speichern das Ganze, es ist abartig. Wir könnten diese Truhe kurz mal öffnen, wenn wir schon mal hier stehen. Das ist so sicher wie der Tod. Es ist gar kein so kleiner Dungeon, aber er ist halt vollgestopft mit Zombies. Aber ich sehe gerade, dass mein Spinnilein etwas verwundet ist. Vielleicht kann ich dich ein bisschen mit bitteren Heiltränken belegen. Die Segeltränke, die ganzen Bufftränke stapeln sich nicht. Das ist Wahnsinn, oder? Katzenhafte Anmut, könnte man doch einfach stapeln. Kritische Wunden heilen. Kritische Wunden heilen könnte man eigentlich genauso gut. Hervorragend. Stapeln. Zack. Wunderbar. Mal ein bisschen Inventarplätze gut gemacht. Also, warte, ich wollte gerade heilen. Und zwar mit diesem hier. Noch einen davon. Und die gebe ich den da. Hat super geklappt. Und nochmal einen davon. Jetzt kann ich euch nämlich schon mal stapeln. Zack. Wunderbar. Was haben wir eigentlich liegen? 33 Goldmünzen. Ist doch ganz nett. Ich würde ganz gerne kurz mal zur Kiste zurückgehen, die wir hier noch stehen gelassen haben. Da ist noch ein Sarkophag, den ich mir auch noch ganz gerne anschauen möchte. Okay, wir haben 31 Goldmünzen. Ein wahrscheinlich nicht identifizierten Handschuh und eine Leichenhand. Oh, warte mal. Kann das die Hand sein, die wir für deine Quest brauchen? Die vertrocknete und mumifizierte Hand ist erstaunlich gut erhalten. Das beruht allerdings nicht auf besonderer Magie. Sie wurde von außergewöhnlich gut konserviert. Ich speichere mal kurz und frage den Grimmigbeißer mal.
Was benötigt ihr? Ich möchte nur ein Weilchen reden. Ein Gespräch ist sicher eine Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben, bis der stille Fürst ins Hohe kommt. Worüber möchtet ihr sprechen? Ich möchte, dass ihr eure Geschichte fortsetzt, Grimmigbeißer. Ich werde weiter nach den Kultisten suchen, die hinter der Pest stecken. Ich habe geschworen, euch bei der Vernichtung oder derer zu helfen, die den stinkenden Odem des heulenden Todes in die Welt geblasen haben. Aber während dieser Aufgabe werde ich meine Suche nach einer mumifizierten Hand, einer nicht belebten Leiche, nicht aufgeben, sodass ich meine Brüder und Schwestern aus dem Untod erlösen kann. Ich habe hier gerade eine mumifizierte Hand. Hilft sie euch weiter? Lasst mich sehen. Ja, sie könnte helfen. Der Schmutz des Untodes hat das verdorrte Fleisch dieses Körperteils noch nicht verdorben. Seht euch diese abgetrennte Hand an, Silena. Seht, wie das verwelkte Fleisch so straff und dünn geworden ist, dass es die zerbrechliche Perfektion der Knochen darunter zeigt. Ist das nicht schön? Ich danke euch dafür, Silena, im Namen des Ordens des Langen Todes. Ich habe keine Belohnung, die ich euch geben könnte, außer dem Segen meines Ordens. Mein Tag wurde aktualisiert, Grimmigbeißer ist Geschichte. Wunderbar. Die Belohnung, die ihr mir anbietet, ist größer als die, als ihr wisst, Grimmigbeißer. Toll, das und ein paar Kupfer reichen für ein gut warmes Bier. Nein. Ihr werdet bemerken, dass der Segen die Fähigkeit des Amuletts, das ich euch gab, als ihr Alagandas Ring für mich gefunden habt, verstärkt. Ich danke euch, Silena. Nun lasst uns zu der derzeitigen Aufgabe zurückkehren. Wir müssen uns noch um die, die hinter dem heulenden Tod stecken, kümmern. Wunderbar, ich bin sehr froh, dass ich das Amulett, glaube ich, nicht verkauft habe, glaube ich. Ja, Amulett des langen Todes plus 3 mittlerweile. Verbesserungsbonus Konstitution plus 3, das ist schon ganz schön geil. Also für Nahkämpfer und sowas ist das ein ziemlich gutes Amulett, glaube ich. Hier ist noch ein Sarkophag. Hallo, da ist Blattkrieger. Ich glaube, sie werden gleich versterben, nicht wahr? Sehr schön. So, was war jetzt hier drin? Ein Saphir, ein Silberkettchen. Zack, bling, bling. Warte mal. Ich glaube, hier drüben waren wir noch nicht. Würde ich kurz mal angehen wollen. Da ist nämlich noch eine Leiche. Und ein oder zwei Zombies. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Grimmigbeißer anspricht. Das können wir nie genau sagen. Wir haben schon jetzt nicht getroffen. Okay, verfluchter Waldläufer. Genau, das verfluchte Spiel sich schwer zu verzweifeln wieder. Solche Kreaturen leiden unter mächtigen Zauberflüchen, die zu Untoten machen. Also, das dann fliegt und wird zerstört. Ja, dann bin ich mal fliegen. Ja, das ist ein Hitler, der Magier. Okay. Du bist das gleich tot. Ich werde dir die ganze Zeit angestrahlt. Dann streich nochmal zurück. Ah, Schwierig. Oh, ich habe irgendwelche Magiebolzen eingeworfen, okay. Das würde ich gerne mal beheben. Also behebe ich mich guck mir den normalen Bolzen an. Warte mal, ich kann jetzt kurz mal den hier umbringen. Bitte. Mach mal die Tür auf. Na gut. Wir machen schon, alles gut. Der stille Fürst, der stille. Ich sehe mein Bart gut für euch. Der stille Fürst, wunderbar. Hilft euch hoffentlich. Das blöde Skelett hier mit dem kritischen Treffer feiert. Das ist jetzt einfach umzubringen und meine wunderbare Spiele hilft mir gleich dabei. Der Kampf ist eh schon gut wie gelaufen. Sehr, sehr schön. So, hier haben wir eine Falle. Vielleicht mal entschärfen für den Fall, dass ich da reintappe. Ob es noch andere Fallen in der Umgebung sind. Das sind sie nicht, okay. Meine Spinne ist gleich tot. Die Leiche ist schon tot. Was haben wir hier? Blitzsteuerkugeln, okay. Und eine Truhe. Natürlich abgeschlossen. Aber das ist aber ganz schön verbrochen hier, das Teil. Ich glaube, ich gehe mal hier hin. Oder lass mich erst mal kurz, ganz kurz in diesen Raum reingehen. Ein weiterer Ausdauertrank. Okay. Wir speichern das Ganze. Können wir uns hier ausruhen eigentlich? Oh ja, perfekt. Lasse ich nämlich gleich meine Zauber wieder auf und ich kann nochmal mein Monster frisch regeneriert herbeirufen. Sehr, sehr fein. So, nochmal gespeichert einfach, weil wir es so oft können. Ich muss irgendwann mal gucken, ob sich diese... Komm. Hier kommen gleich irgendwie Viecher raus, oder? Nein. Jetzt. Ich muss gleich mal gucken, ob sich diese... Speicherstände, diese Quicksaves eigentlich stapeln. Also sozusagen, ob sich der Speicherstand immer wieder überschrieben wird oder ob das immer wieder ein neuer Speicherstand angelegt wird. Das wäre nämlich das Ärgerlichere von beiden. Normalerweise funktioniert das.
Ich brauche eine bessere Waffe. Ich kann das Vieh nicht töten, okay? Hilfe. Ah! Lauf doch mal weg, Junge. Du musst erfolgen, unangenehm. Für jeden von uns kommt die Zeit zu sterben. Komm zu mir. Du hast Erfolg. Du greifst es wieder ein. Okay. Achso, ach, ich hab schon wieder gespeichert im Kampf. Entschuldigung. Grimmigbeißer fliegt von unten heran. Es kann sein, dass er hier so eine Art magischen Schutz hat. Ich guck mir das kurz mal an. So, Immunität, Krankheiten, kritische Treffer, Todesmagie, Lähmung, negative Stufen, Attributsenkung, Zauber, Geist, Beeinflussung, Gift. Deine Bewegungsrate ist gesenkt. Okay. Hast du vielleicht sowas wie irgendwas Magisches? Eine Resistenz brauchst du nicht. Wir brauchen Magierrüstung, brauchst du auch nicht. Benommenheit, bla bla bla, Geräuschexplosion. Wir hatten doch aber sowas wie eine schwache magische Bresche. Vielleicht können wir das ja irgendwie anwenden. Das sah so aus, genau. Schwache magische Bresche, anwenden auf... Nein, auf die verdammten Zombie-Fürsten würde ich gerne mal... Kann ich die bitte mal treffen? Danke. So. Machst du das jetzt, oder... Eher nicht. Dann... Ach, warte mal. Wir können nicht angreifen, weil hier einfach ein Gitter dazwischen ist. Dann machen wir einfach das Türchen auf. Es ist nicht zu schaffen. Okay. Apropos, wir haben hier einen Zombie. Der. Stopp, Grimmigbeißer. Komm zu mir. Und hilf mir, Grimmigbeißer. Verteidige dich vielleicht nochmal. Wunderbar. Okay. Na, ich will kurz mal hier nach Fallen gucken. Wieso? Steuerung F1, oder? Für jeden von uns kommt die Zeit zu sterben. Okay, diese Fallen werden deaktiviert, wenn wir noch das Sackfahren. Der stille Fürst soll euch holen. Warte mal, ich guck mal. Normalerweise klappt nicht. Okay. Funktioniert das? In dem Fall ich brauche eine ich bessere tun, Waffe. Kann. So sicher wie der Tod. Und mit Zombie-Fürsten kümmern wir uns später wahrscheinlich über das entsprechende Gitter mal irgendwann öffnen. Und später müssen wir meine Leute davon weglenken, weglocken von diesem Gitter. Das kriegen wir schon hin. So, 13 Gold. Dabei wieder Zombie-Fürsten. Okay. Na? Das ist Tod und Verderben! Was ist das? Ein weiterer Zombie-Fürst. Komm, wir greifen dich einfach mal an. Das bist du denn hier ein Skelettmagier, okay? Ja, die ganze Zeit. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal irgendwas mich selbst heilen. Kritische Wunden heilen auf mich selbst. Für jeden von uns kommt die Zeit zu sterben. Sehr gut. Meine lieben Freunde, folgt mir bis zu eurem Tod. Das ist so sicher wie der Tod. Spinne, es geht auch für dich. Wunderbar. Ihr tötet erstmal dieses Vieh. Was mich die ganze Zeit verzaubert. Natürlich diesen Zombie-Fürsten. Meine Waffe ist nicht effektiv gegen dich, das ist ja ganz schön krass. Aber wir sehen schon, es kommt auch noch die magischen Angriffe von dir durch. Von Grimmigbeißer oder auch ein bisschen mehr. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich so als Witzbolzen oder solche Dinge, damit ich die Zombie-Fürsten töten kann. Okay, interessant. Nein, folge mir weiter. Grimmigbeißer, auch du folgst mir weiter. Du bist kurz ins Blechkrieger hier umbringen. So sicher wie der also, Freunde, ihr müsst das tun. So, dann müssen wir noch weitere Gegner finden. Dich zum Beispiel. Der stille Fürst soll ich holen. Ich guck mal, welche Reihe. Wir sind hier zum Beispiel in diesem Bereich. Nicht? Okay. Mach kurz mal diese Sachen Fahrt auf. Ist hinten noch irgendwas? Da ist eine Leiche. Mit 10 Gold. Okay. Die Sache ist erledigt. Nein, 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 Grimmigbeißer. Wir bleiben schön hier. Das ist so sicher wie der Tod. Ich weiß es nicht. Wir haben ein paar Eispfeile. 27 an der Zahl. Okay, nehme ich mit. Wunderbar. Die Sache ist erledigt. Und wir finden...
Einen nicht identifizierten Gürtel. Gürtel finden wir nicht ganz so häufig. Gürtel der Frostriesenstärke. Der breite Gürtel besteht aus dickem Leder mit Eisennieten. Er verleiht dem Träger die Stärke eines Riesen, die Fähigkeit, im Nahkampf mit verheerender Wucht anzugreifen. Verbesserungsbonus Stärke plus 4. Alter, ist das geil. Das muss man wirklich mal sagen. Das ist einiges wert. Was hab ich? Ich hab die schimmernde Schärpe immer noch, was mir mehr Zauberresistenz verleiht. Natürlich könnte ich jetzt, wenn ich das Ding hier anlegen würde, könnte ich wesentlich mehr tragen. Das ist offensichtlich. Und ich überlege tatsächlich, ob ich ihn dafür behalte. Ich glaube, das werde ich tun. Jetzt, wenn ich überlastet bin oder zu viel Loot gerade auf einmal mit wegraffen will, und ich mal hier rüberlaufen möchte, werde ich einfach mal so ein Ding, da werde ich das Teil einlegen, habe eben mal 30 Pfund mehr Tragkapazität, was ziemlich geil ist. Ich möchte ganz gerne mal da hinten zu der Leiche gehen. Denn wir müssen dieses Gitter ja irgendwie öffnen. Wie auch immer wir das tun sollen. Wir haben ja, glaube ich, noch einige Wege noch nicht abgegrast. Da hinten waren wir zum Beispiel, glaube ich, noch nicht. Hier kommt gleich ein Gegner raus. Zwei Gegner sogar. Was Ein Gegner, der immer noch leicht ist. Schau kurz ab. Jetzt wäre er gelingt. Vielleicht die Leute hier in so einen Waldläufer-Typ rum. Und wer noch? Ein weiterer Krieger. Komm ich die Leute, was ist das? Alle! Mal wieder. Wir lassen uns mit. Ich singe da kurz mal wieder ein Liedchen. Lohnt es zwar kaum noch, aber egal. Okay, was habt ihr denn verteidigt, dass ihr denn da hinten so alle so kräftig vor euch hinspawnt? Speichern. Und nachschauen. Nein, nachschauen. Meine Spinne ist tot, okay. Heiltasche plus 6. Können wir mal hier kurz mal regenerieren, meine Spinne, ich will ganz gerne mal wieder. Das können wir und das ist sehr schön. Eine Spinne bitte. Wundervoll. Ich finde es übrigens gut, habe ich das gerade gesagt, habe ich das nur gedacht. Ich glaube, ich habe es nur gedacht. Ich finde es gut, dass nicht um jede Truhe, in der eine Falle steckt oder überall, wo Fallen sind, nicht einfach, komm, wach auf. Dankeschön. Dass da immer irgendwelche komischen Markierungen dran sind, also in Form von irgendwelchen schwarzen Stellen oder irgendwas in der Richtung. Das würde das Ganze nicht zu einfach machen, den Überraschungseffekt von Pfeilen irgendwie negieren. So muss man immer wieder taktisch sich irgendwo aufstellen, gucken, wo werde ich jetzt meine Pfeilen finden, Zauber wirken, das ist mal ganz angenehm. So, ich war jetzt hier, ich habe auch diesen Abschnitt angeguckt, hier, von hier komme ich bin hier lang gelaufen und habe dort irgendwie auch mein Unwesen getrieben, ist das korrekt? Ich glaube ja, da war ich auf jeden Fall schon drin. War ich denn schon hier vorne links? Nein, ich muss hinter das Gitter. Hier müsste ich mal hin. Speichern. Ach, da vorne links war ich gerade eben. Okay, dann müssen wir es wohl... Dann müssen wir wohl wirklich versuchen, hier reinzukommen. Da werde ich auch nochmal Blitzbolzen oder sowas einwenden. Wo sind meine ganzen magischen Bolzen hin? Nein, nein. Da Frostbolzen, Durchdringungsbolzen, Frostbolzen, Feuerbolzen. Ja, mein Feuerbolzen ist auch egal. Ich muss gleich auf der Fleisch ganz gut wirken. Und jetzt mache ich ein bisschen Schaden. Nummer 1. 4. Für jeden von uns ist Zeit zu sterben. Wow, klappt richtig gut. Boah, ich meine Feuerbolzen gerade so ein bisschen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich diese Tore öffnen könnte. Ich werde es ja probieren einfach mal. Einige Bolzen ersparen, schätze ich mal. Den kühlen Hauch des Grabes! Es ist nicht von der anderen Seite für jeden von uns kommt die Zeit zu sterben. Ich frage mich gerade, wie ich an die andere Seite auch rankommen soll. Ich könnte hier versuchen, mir langzukommen. Spürt ihr den kühlen Hauch des Grabes? Und das Ding ist offen, oder? Der stille Fürst wird euch holen. Wieso hab ich das nicht kaputt gemacht? Tod und Verderben! Achso, weil ich mal wieder ablenken lasse, ich weiß. Super. Ja, da! Spürt kann ich helfen? Ihr den kühlen Hauch des Grabes? Ah, dieser greift mich an. Wunderbar. So, Überreste. 63 Goldmünzen ist doch ganz nett. Ich möchte den Zombiefürsten wirklich gerne töten. Du verfehlst mal wieder. Ganz toll. Vielleicht hilfst du, wenn du da selber einen Mutschlied singst. Ich sehe schon wieder die Folge, wird wieder relativ lang. Verdammt, ein bisschen. Der stille Fürst soll ich holen. Hallo? Vielen Dank. Zombiefuß ist schon verletzt. Ganz ehrlich, ich verbrauche meine gesamten Pfeile oder Bolzen bei dir. Das ist doch halt hier Quatsch. Ich glaube, ich muss versuchen, hier von dort ranzukommen. Komm mit.
mit und komm mit. Ich muss kurz mal wieder die normalen Bolzen einlegen. Blitzbolzen sind keine normalen Bolzen, aber trotzdem schön, dass ich sie habe. Zack. Haben wir noch normale Bolzen? Nein, wir werden auch relativ bald, keine Panik, auf die besseren Bolzen umsteigen. Wir haben wirklich so viel Geld, dass das auch keine große Auswirkung haben wird. Wenn es also massenhaft irgendwie Elementarbolzen zulegen. Da ist natürlich die anderen Bolzen, ehrlich gesagt, verbrauchen. Also ich muss ja nicht alles verschwenden, nicht wahr? Auch mit fast 100.000 Goldmünzen kann man ruhig ein bisschen geizig sein, finde ich. So, kommt man von hier irgendwie ran an dieses... Also in diesen Raum? Guck mal, hier sind sogar Schreckenszombies, die wir nicht getötet haben. Ich komme, das ist der Gute. Mein Topaz. Schau mal hier. Das sieht gar nicht so aus, dass ich den Schädel aufgetragen habe. Guck mal, hier waren wir schon mal stimmt. Wir haben das ja angeguckt und gesagt, dass das ganz toll ist. Was ist das denn da hinten? Bei dem Mumie. Wir sprechen es als langes I. Na komm schon. Oh, wir machen ja unglaublich viel Schaden. Vielleicht, stören wir ihn ab und zu mal seinen Zauber. Das wird zu reichen. Einmal ein Liedchen. Nun ist gestorben, was denn nichts. Das ist ein Rest doch sehr einfach. Wo sind meine Reste, nämlich auch relativ schnell sterben? Dann weg von dem Zombie-Krieger. Schauen wir jetzt erstmal, ob hier irgendwelche Fallen sind. Ja, da hinten. Ganz toll. Und hier, Trank Bärenstärke und den Grabschlüssel, den wir gleich brauchen werden. Ganz hervorragend. Gut, dass wir ihn jetzt haben. Da ist der Tipp, aber dieser Tipp, der dieses Gitter ist von der anderen Seite verriegelt, nicht ganz so gut gewesen, sondern einfach ist es verschlossen und muss mit einem besonderen Schlüssel geöffnet werden. Wäre einfacher, aber so ist auch in Ordnung. Ich mag sowas. Haben wir diesen Sarkophag schon mal angeschaut? Jupp. Okay, wir waren schon mal hier, haben aber den entscheidenden Teil, also diesen Grabschlüssel, nicht mitgenommen. Okay, ich gehe noch ganz kurz in die Richtung, wo wir hin müssen, weil ich das sonst in der nächsten Folge vergessen haben werde, weil ich die nächste Folge erst morgen aufnehmen werde, also am Sonntag selbst, an dem diese Folge auch veröffentlicht wird. Und ich ansonsten aber vergesse, wie der Weg dahin ist. Das ist ja wohl klar. So, wir müssen hier hin. Wundervoll. Ich speichere und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Also für euch gleich, für mich morgen. Bis dann.